Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Haus bauen könnt, wie zum Beispiel im Spiel Breath of the Wild. Das Tutorial könnt ihr mit dem RPG Maker M4 machen, ihr könnt es aber auch mit dem RPG Maker 2000 machen oder mit dem XP, wie ihr Lust habt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tutorial und jetzt kommt das Intro. Bevor wir mit diesem Tutorial anfangen, zeige ich euch kurz, was ich schon erstellt habe. Zum einen ein Laden mit den Gegenständen für euer Haus, einen kleinen Outdoor-Bereich und natürlich das Haus, das ihr kaufen könnt. Und wie ihr das alles hinbekommt, zeige ich euch jetzt. Als erstes gehen wir zu unserer Outdoor-Map, erstellen ein neues Ereignis. Dieses Ereignis wird der Verkäufer, also sucht eine passende Grafik aus. Klickt auf die leere Zeile und wählt Textausgabe aus. Dort schreibe ich, hey, willst du dieses Haus kaufen? Und klickt auf OK. Darunter fügen wir eine Auswahl ein mit Ja oder Nein. Gebt bei der Eingabe noch ein, wie viel es kosten soll. Klickt nun doppelt in den Ja-Fall. Dann geht ihr zur bedingten Abzweigung und wählt Gold aus. Wählt nun aus, wie viel ihr zahlen müsst. Und daneben wählt ihr das kleine Gleichsymbol aus. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Gebt bei der Zahl einen Gold weniger ein, als es kosten würde. Denn wenn es 100 kostet, ist es kleiner oder gleich. Somit würde man nicht genügend Geld haben. Also gebt stattdessen 99 ein bei diesem Beispiel. Macht noch einen Haken beim Else-Fall und klickt auf OK. Nun fügen wir eine Texteingabe im If-File ein. Und dort geben wir ein, du hast nicht genügend Geld. Im Else-Fall fügen wir ebenfalls einen Text ein. Sowas wie, okay, das Haus gehört jetzt dir. Direkt darunter schalten wir nun einen Schalter an. Wir benennen diesen Schalter Haus gekauft und klicken auf OK. Im Nein-Fall können wir einen Text ausgeben, wie zum Beispiel Schade. Ich übernehme das Ganze und erstelle zum Test noch ein weiteres Event, das mir einfach Geld gibt. Nun testen wir das Ganze. Wir sehen, wenn wir kein Geld haben, wird das Haus nicht verkauft. Erst wenn wir genügend Geld haben, gehört es uns. Zugegeben, es sieht noch ziemlich leer da drin aus. Doch das ändern wir jetzt, indem wir Gegenstände aus dem Laden kaufen. Als erstes gehen wir in die Wohnung und erstellen ein neues Event. Hier wählen wir die Grafik von einem Bett aus. Setzen einen Haken bei Schalter und erstellen einen neuen Schalter, den ich Bett gekauft nenne. Dieses Event kopiere ich und wähle noch die Grafik vom zweiten Teil des Bettes aus. Mehr müssen wir hier gar nicht machen. Jetzt gehen wir noch zu unserem Laden. Dort habe ich schon das Bett gemappt. Ihr könnt es auch als Event darstellen, das ist egal wie ihr es macht. Nun klicke ich dort, wo das Bett ist und erstelle ein neues Event. Wir klicken in die leere Zeile und wählen Textanzeigen aus. Dort schreiben wir hin, du kannst dieses Bett nur kaufen, wenn du ein Haus hast. Erstellt nun eine zweite Seite, macht einen Haken bei Schalter und wählt Haus gekauft aus. Klickt nun wieder in die leere Zeile und wählt Textanzeigen aus. Dort schreiben wir, möchtest du dieses Bett kaufen? Es kostet zum Beispiel 5 Euro oder 5 Gold. Nun klicken wir in den Ja-Fall und wählen bedingte Abzweigung aus. Dort markieren wir Gold und wie viel es kosten soll. Denkt daran, ein Gold weniger einzustellen. Ich habe den Fehler erst nach dem Tutorial bemerkt. Benutzt wieder das kleine Gleichsymbol, Haken in den Else-Fall und klickt auf OK. Klickt doppelt in die bedingte Abzweigung, geht auf Text anzeigen und schreibt, du hast nicht genügend Geld. Bei Else-Fall schreiben wir, das Bett gehört nun dir. Und darunter stellen wir den Schalter Bett gekauft an. Erstellt noch eine neue Seite mit dem Schalter Bett gekauft und eine Textausgabe. Dort schreibt ihr, du hast das Bett schon gekauft.
setzt das Ereignis noch auf die gleiche Höhe wie der Held und übernehmt das Ganze. Und jetzt machen wir einen Testlauf. So, wir können nun das Bett kaufen. Und es wird direkt in unsere Wohnung geliefert. Wenn ihr jetzt noch wollt, dass ihr euer Bett upgraden könnt und ein komfortableres Bett kaufen könnt, dann schaut am besten das Tutorial weiter, denn darum kümmern wir uns jetzt. Geht nun wieder in euren Laden und klickt doppelt auf das Event. Geht auf die zweite Seite und löscht den Schalter. Ersetzt den Schalter durch eine Variable, benennt sie Bett, setzt bei Operation einstellen und bei Operand 1. Somit wird die Variable auf 1 gestellt, wenn ihr das Bett gekauft habt. Klickt auf OK. Geht nun zur dritten Seite und tauscht auch hier den Schalter gegen die Variable aus. Stellt die Variable auf 1, damit wir auf diese Seite gelangen, wenn wir unser Bett gekauft haben. Kopiert nun diese Seite und fügt sie wieder ein. Somit sind wir auf der vierten Seite. Dort stellen wir die Variable auf 2. Diese Seite wird kommen, wenn ihr bereits das Bett gekauft habt. Gebt bei der Textausgabe ein, du hast schon ein besseres Bett gekauft. Klickt nun auf OK. Lasst uns wieder zurück in unser Haus gehen. Klickt dort doppelt aufs Bett, tauscht dort den Schalter auch gegen die Variable und setzt diese auf 1. Kopiert diese Seite und setzt dort die Variable auf 2. Hier suchen wir jetzt ein neues Bett aus, klicken auf OK und wiederholen diesen Vorgang für die obere Seite des Bettes. Jetzt wieder zurück in den Laden. Kopiert dort das komplette Event und setzt es dahin, wo euer zweites Bett ist. Dort ändern wir die Variable auf der zweiten Seite von 1 zu 2. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Bett auch noch teurer machen. Habe ich in diesem Beispiel übersprungen. Dann gehen wir auf die dritte Seite und ändern dort die Variable von 2 auf 3. So, das ist alles, was wir machen müssen. Wenn ihr mehr Upgrades haben wollt, könnt ihr diese Schritte wiederholen und die Variable immer um 1 mehr einstellen. Jetzt kommt ein Testlauf. Wir gehen in den Laden und bekommen den Text, dass wir erst ein Haus kaufen sollen. Also kaufen wir dort kurz unser Haus. Nachdem wir das gemacht haben, gehen wir zurück in unseren Laden und kaufen das erste Bett. Das Bett steht nun im Haus. Nun kaufen wir das zweite Bett. Und ihr habt das bessere Bett jetzt im Haus stehen. Sobald ihr das zweite Bett habt, kommt bei dem ersten Bett die Nachricht, du hast schon ein besseres Bett. Das Ganze könnt ihr jetzt mit allen Gegenständen machen, die ihr für euer Haus kaufen wollt. Das war es jetzt mit dem Tutorial mal wieder. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt. Ich hoffe, ihr habt alles gecheckt. Wenn nicht, schreibt es unten in die Kommentare, wenn euch meine Tutorials gefallen. Abonniert doch diesen Kanal und klickt die Glocke. Dann verpasst ihr keine Tutorials mehr von mir und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssikowski!